Und willkommen zurück zu Let's Play Singularity. Weiter. Es dürfte nicht mehr weit sein. Ja, weiter. Ja, du bist ein. Weiter, weit! Uiuiui. Und weiter, weit. Der DLC zu Dead Island. Wer jetzt denkt, ich hab gedacht, du spielst gar keinen PC. Gar keine Xbox. Richtig, spiel ich auch nicht. Wer trotzdem fragt, wo ich das weiß. Ach, besonders an den Dinger nur so zur Information. Die sehen nichts, die hören nur. Also schön leise sein. Und natürlich, wenn man sie so macht und sie explodieren mit der Zeit. Ui. Naja. So. Natürlich. Wir haben Glück, wir haben genug Munition, um das zu machen. Manche haben nicht genug Munition, die müssen langsam vorgehen. In den Kopf! Jetzt will ich schleichen, niemand ist mehr da. So eine Scheiße. Hey, das ist aber schön. Schön, dass das so gut funktioniert. Das ist ein Aspekt von dem Spiel, der eigentlich sehr gut funktioniert. Das, was nicht so gut funktioniert, die Schießeinlagen sind zwar gut und so, aber die KI ist eben nicht gerade sehr schlau und überhaupt. Es ist. Die Waffen, die sind zwar alle recht gut, aber die Schießereien machen nicht so richtig Spaß. Es ist uns so richtig Gruselstimmung, was das Spiel versprochen hat. Kommt auch nicht auf, oder? Habt ihr euch schon mal jetzt bei dem Spiel gegruselt? Also ich muss sagen, bis jetzt noch nicht. Die Monster sind auch alle recht, wie soll ich sagen, einfach zu besiegen. Oder hier ist was auch einfach Logik. So, stellen wir wieder aus. So, ich glaube, hier kommt demnächst irgendwas Größeres auf uns zu. Yep. Viecher zum Beispiel. Aber sonst. Die Viecher habe ich früher gehasst, ja. Ja, ich kann schon erinnern, wie ich die Viecher gehasst habe. Jetzt nicht die, sondern diese Spinnenviecher. Die habe ich gehasst bis zum Umfallen. Und zwar, und warum? Ui. Weil ich früher nicht. Ich hatte das aus irgendeinem Grund vergessen, dass man die mit den Dingen, soll ich sagen, dass man die praktisch ganz einfach mit den Dingen zerschrotten kann. Das hatte ich irgendwie vergessen. Und das wusste ich nicht mehr. Und dadurch war es sehr schwierig. Könnt ihr euch ja vorstellen, wenn man das nicht mehr weiß, dann denkt, Mensch, wie geht denn das? Die werden immer so viele und keine. Oh. Mein Gott, die lassen ja gar nicht nach. Ah, haben wir es eben vergessen gehabt, leider. Hat einige Frustmomente geschaffen. So. 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 Weiter geht's. Hopp. Finden Sie ihn zu gelangt, Ihnen läuft die Zeit davon. Das wissen wir doch schon alles.
Begebe mich zur Bahn. Wir treffen uns dort. Okay, schön langsam bewegen. Schön langsam bewegen. Möglichst nicht Aufmerksamkeit. So. Kommt alle her. Holt euch eure Drachprügel ab. Los. So, das war's. Das waren schon wieder Drachprügel. Komisch. So, Bioformel schon wieder. Oh, was haben wir hier, hä? Mach mal auf. Munition. Das. Munition ist immer gut. Also Munition würde ich nie abschlagen, wenn mir das jemand anbietet. Sehr schön. Gut, weiter geht's. Na dann. Schon wieder ein Update. Mensch, es geht zurzeit aber schnell mit den Updates. Naja, bin mal gespannt, wie es so. Das Spiel dürfte nicht mehr allzu lang gehen. Bin mal gespannt. Das tut mich mit den ganzen Dingen eigentlich an eine noch andere Spiel erinnern. Ich weiß noch nicht genau welches. So. Ein bisschen muss ich sagen, erinnert mich das auch an, an, ich weiß nicht, ob er das. Ah, jetzt sind wir hier. Sehr schön. Ein bisschen erinnert das an hier ein bisschen an Daikaitana. Jetzt vielleicht nicht ein Monster mit diesen Zeitreisen. Ein bisschen an Daikaitana. Das Spiel glaube ich von 2001, was leider untergegangen ist, obwohl es eigentlich gar nicht so schlecht war. Ah! Relativ nett. Ach, das ist aber schön. Das ist relativ nett hier. Oh! Bam! Bam! Okay, der Kerl hilft uns. Danke. So, wir nehmen mal ein bisschen Munition mit. So, nochmal hier. So, nochmal dort. Luschke! Ui. Und nicht gerade wenig. Was ja auf uns zukommt. Die sind wohl alle relativ gut. Ui. Okay. Wir müssen uns jetzt mal beeilen, bis wir hier vorwärts kommen. Gut. So. So, das ist hier fast wie ein Call of Duty, so schnell wird man hier durchschauen. Wenn man das kann, kann man das genau machen wie ein Call of Duty. Genauso schnell. Bam, bam, durch, durch, durch. Durch, durch. Die Truppe hat mich gesehen, aber ich konnte ihn abhängen.
Du Arsch. So. Und das mit dem Verband drum binden erinnert ein bisschen, wenn auch nur wenig, an Fairway 3. Auch super Spiel. Eigentlich eines der besten von 2012. Mit Assassin's Creed 3 und Max Payne 3. Oh. Die sind bestimmt immun gegen unseren ZMG. Naja. Na durch, Schätzchen, habe ich eine Schuss. Habe meine Schusswaffe, mein Lieber. So. Nehmen Sie die Waffe. Sie könnte nützlich sein. Was? Naja, na dann. Ich hoffe, dass mir jetzt nicht welche begegnen, die mich verärgern wollen. Dann haben sie nämlich Pech. Mach mal auf. Na super, verschlossen. Okay. Vielleicht passe ich ja durch diesen Schacht. Helfen Sie mir hoch. Lustig, diese die 2D-Bretter. Das ist natürlich geil. Das ist auch so immer. Ich kann sie wohl von der anderen Seite öffnen. 2D-Bretter. Ist lange her, seit jemand hier war. Ich glaube, ich sehe was. Ich auch. Etwas muss die Tür von der anderen Seite aus blockieren. Glauben Sie, Sie können sie öffnen? Durch. Glauben, ich weiß es. Der verdammte Damage-Chef. Also ich glaube, die machen auch nichts unserer Gehilfen, oder? Denk immer nur, ach, naja, da kannst du auch machen. So. Ich würde sagen, wir verbessern mal ein bisschen unsere beste Waffe hier. Obwohl, Automatikgewehr. Nahzeit. Erhöhte Munition. Das ist gut. Vielleicht noch ein bisschen hier verbessern was. Gut. So. Klingt doch alles relativ schön. Vielleicht können wir auch gleich noch mal ein bisschen Nachschub kaufen. Gut. Okay, wir haben jetzt alles. Na, müssen wir wohl die Tür von hier öffnen, oder was? Naja, dann kümmern wir uns mal darum. So. Ich würde sagen, wir nutzen das für die Waffe ein kurzes Stück. Was ist denn jetzt los? Gib wohl nichts, oder was? Ah. Gute Arbeit, Renko. Das war's. Sehen Sie, da ist die Bahn. Wir müssen zum Antrieb. Folgen wir dem Gleis und schießen. Na dann. Vorsicht, Renko. Nur mit der Ruhe, mein Lieber. Ich bin Scharfschütze. Wenn jemand das kann, dann ich. Hui. Den zieh ich schon zur Seite. Oh, schwer gepanzerter. Uiuiui. Irgendwas. Ist der immun oder was? Na, die scheinen immun zu sein. Einen genaueren Hinsehen jedoch. Ah, scheinen die dennoch immun zu sein. Was ist denn hier los? Ich
glaube, wir müssen hier erstmal festlegen, was was hier ist. So, ich glaube. Wieder wirklich, das Ding ist wirklich sehr ungenau. Wirklich ungenau, das Ding. Ungenau. Ungenau. Vertrauen Sie ihr nicht. Was? Ich soll ihr nicht vertrauen? Warum? Nimm deine verdammten Hände weg. Hui, hui. Und niemand gescheit. Renko, Hilfe! Hilfe! Diese Panzerung macht's also immun, hä? Ich hoffe nicht gegen Kugeln. Ja, gegen Kugeln scheint's nicht so immun zu sein. Ui. Okay, gegen Kugeln scheint niemand von denen hier immun zu sein. Ui. So. Na ja. So. Was? Was? Okay, wir müssen jetzt... So. Ui. Was ist denn jetzt los? Ja, das war lustig, kurzer. Und mit diesen Momenten, mit diesen aufregenden Momenten machen wir Schluss. Und tschüss.